Das ist der Blick auf die Comdirect Bank Arena in Düsseldorf. Düsseldorf ist der zweite Tournee-Stopp der Techniker Beach Tour 2019. Und das ist im Finale das Interims-Duo Jonathan Erdmann und Jonas Schröder. Und sie spielen gegen die Sieger aus Münster, die Poniwatz-Zwillinge. Beide Teams sind wirklich ohne Umwege in dieses Finale gekommen. Beide Teams mit einer sehr, sehr souveränen Vorstellung bis hierher gekommen. Und das war auch wirklich großer Sport, was die vier dann im Finale gezeigt haben. In der Anfangsphase von Satz Nummer 1 hat sich keine der Mannschaften absetzen können. Und dann gab es solch umkämpfte Ballwechsel wie diesen hier. Und auch den holen sie noch. Das ist wirklich ein Riesensport, was sie da alle bieten. Und diesen langen, langen Ballwechsel, den gewinnen dann Jonas Schröder und Jonathan Erdmann. Und auch die müssen dann ganz, ganz kräftig durchpusten. Das ging hier viermal hin und her übers Netz. Wir haben den ersten Satzball hier von Jonathan Erdmann und Jonas Schröder. Und auch den holen sie noch. Und das ist wirklich Wahnsinn. Da wird kein Ball verloren gegeben. Und das ist dann jetzt aber eine Dankeballsituation. Und das ist für so ein erfahrenes Team wie Jonathan Erdmann und Jonas Schröder doch eher eine leichte Aufgabe gewesen. Der erste Satz also an Erdmann Schröder, dann kam der Regen und der Regen, das war einfach Poniwatz-Zeit. Die sind sehr gut klargekommen mit diesen Bedingungen und haben sich sowas von reingebissen in dieses Spiel. Haben Satz 2 ganz, ganz klar dominiert, weil sie mit dem etwas schwereren Ball, weil sie mit dem Regen und weil sie mit dem Wind besser klarkamen als die beiden in Blau, auch wenn die ab und an mal den einen oder anderen spektakulären Punkt noch gemacht haben. Aber dann gab es reichlich Satzbälle für David und Bennett Poniwatz. Der ist noch abgewehrt worden, aber dann haben sie den Satz doch mit 21-13 gewonnen. Aber der Tiebreak, der war dann wieder Schröder. Erdmann, Zeit, haben das ganz klar beherrscht, diesen Tiebreak. Und dafür, dass sie erstmals bei einem Turnier zusammen spielen. Und da haben sie das dann direkt mit einem Sieg beim Turnier abgeschlossen. Großartiger Auftakt für ein Interimsduo, die demnächst wieder mit ihren angestammten Partnern spielen werden. Aber jetzt feiern sie erstmal diesen Erfolg.